hier zu seinen Jüngern. Ihr wisset, was nach zween Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger seien, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu dienen diese Hunger? Zu, 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 zu. Sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Arme bei
dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben will. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Lieber Heiland, du
Kinder zwölfen einer, mit Namen Judas Ischariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
aber am ersten Tage des süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Setzte sich zu Tische mitten zwölfen, und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: antwortete und sprach: Wer mit mir auch mit mir in die Schüsse taucht, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn, wie es war, war ich, wie von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser,
derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's. Und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut. Neuen Testaments.
den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen. Aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auf alle Sieg an die Erde bin, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier,
nahm zu sich Petrum und die zwölf Söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt.
bei meinem Jesu war. Ich will bei meinem bei meinem Jesu war.